Ja, herzlich willkommen. Das hier wird tatsächlich der erste Showcase. Aber bevor wir zum Showcase kommen, bevor wir jetzt hier zu irgendwas kommen, muss ich euch einfach mal was sagen. Es geht tatsächlich heute die ersten paar Minuten mal nur um euch. Es geht mir um ein paar ganz besondere Dinge, die ich euch einfach mal zeigen möchte, einfach mal mitteilen möchte und die mir sehr am Herzen liegen. Und zwar geht es mir darum, Danke zu sagen. Einfach euch mal Danke sagen. Ich möchte mal eben gerade zusammenfassen, einfach, dass ihr mal grob wisst, wie ich dieses Jahr angefangen habe und dass ihr grob wisst, wo ich jetzt stehe. Also ich habe angefangen vor 2 Jahren habe ich mal ein paar Videos hochgeladen, ohne irgendwas dazu zu sagen, einfach nur pures Gameplay und habe dieses Jahr irgendwann gesagt, hey, schließ mal ein Mikro an, red mal dabei, mach mal ein bisschen was dazu, weil ich Bock drauf hatte. Einfach nur, weil ich Lust drauf hatte, nie um großer YouTuber zu werden oder sonst was. Und ich muss einfach sagen, ich habe von einem Abonnenten, den ich Anfang des Jahres hatte, habe ich mittlerweile 10. Das heißt, die Zahl meiner Abonnenten hat sich einfach verzehnfacht. Innerhalb eines halben Jahres. Ich habe Livestreams gemacht, wo ich mittlerweile Stammfans habe, die mir schreiben. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Unizock, der mich dieses Jahr sehr, sehr begleitet hat. Wir kennen uns nicht persönlich, weil immer, wenn ich ihn erwähne, geht man davon aus, dass wir uns persönlich kennen, aber das ist nicht so. Aber auch jedem, der mich abonniert, jedem, der mir einfach mal schreibt, Leute, die mir auf Discord schreiben, Leute, die einfach mal, ja, auch in meine Kommentare schreiben. Ein kurzes, toller Stream, tolle Videos, so Kleinigkeiten, die ich oft von Unizock kriege, aber mittlerweile auch von anderen. Dafür einfach mal Dankeschön. Ich habe mal ein paar Statistikzahlen. Ihr habt über 100 Stunden von meinem Content geguckt. Es wurden über 100 Stunden aus meinen Videos wurden geguckt. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb der letzten 365 Tage wurde sich über 100 Stunden wurden sich meine Videos angeguckt. Ich hatte über 2600 Aufrufe. Das ist einfach nur irre. Ja, und ich weiß nicht, was ich an meinem Content ändern oder verbessern muss, dass die Abonnenten steigen. Ich gebe mir Mühe, ich bin dran. Wie gesagt, technisch bin ich noch oft ein bisschen, ja, frisch, ein bisschen, wie soll ich sagen, untalentiert. Ja, dann mal Soundprobleme, die Capture Card fällt aus und so Sachen. Aber ich gelobe Besserung. Aber für das, was ich gerade gesagt habe, ja, 10 Abonnenten, über 100 Stunden Video gucken, über fast 2500 oder über 2500 Aufrufe, dafür muss ich euch einfach mal danken und ich kann euch nicht genug danken. Ja, ich kann einfach nicht genug Danke sagen. Danke, 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 danke. Ja, ohne Scheiß. Vielen, 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 vielen Dank. Gut, so viel zum Jahr 2022. Kommen wir zu den Jahren, zum nächsten Jahr. Was habe ich nächstes Jahr alles vor? Wir werden das total einfach machen. Ich werde Kategorie für Kategorie den Teaser abspielen und danach unterhalten wir uns, was ich so vorhabe nächstes Jahr. Okay? Gut. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Livestreams. Ja, die Livestreams. Zu den Livestreams möchte ich ein bisschen was sagen. Ich habe dieses Jahr anfangs sehr viele Livestreams gemacht, teilweise 3 bis 4 sogar pro Woche. Das hat sich dann, wurde immer weniger, irgendwann nur alle 2 Wochen mal. Hat damit zu tun, dass ich privat wie auch beruflich ziemlich viel zu tun habe. Und auch privat, auch wenn ich beruflich aktuell nicht so viel zu tun habe, ist es so, dass ich privat aktuell umso mehr eine sehr wichtige Aufgabe habe, der ich gerade nachgehen muss. und deswegen bei YouTube ein bisschen kürzer trete. Nichtsdestotrotz habe ich vor, nächstes Jahr etwas mehr wieder zu starten. Ich habe viele, viele Ideen, die ich jetzt schon lange habe, die ich dieses Jahr schon machen wollte, die ich nächstes Jahr unbedingt versuche zu machen. Und diese Ideen möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar beim Livestream werde ich nächstes Jahr definitiv alle möglichen Genres spielen, aber ich werde das Spiel, mit dem ich angefangen habe, natürlich nicht vergessen. Ja, das wird nicht vergessen, das wird auch wieder kommen. Und das ist der Farming Simulator, da wird es definitiv wieder Livestreams zu geben. Aber ich möchte so vielfältig bleiben, wie ich es jetzt geworden bin. Ja, es soll einfach für jeden was dabei sein. Der Simulator-Fan soll hier auf diesem Kanal genauso bedient werden wie der Retro-Gaming-Fan, der Horror-Game-Fan, der Shooter-Fan, der, ja, ich möchte hier versuchen, so viele Genres wie möglich zu bedienen. Die Spiele habe ich alle. Ich bin nicht in jedem Spiel gleich gut. Ja, das habt ihr selber schon gemerkt. Es gab hier Spiele, da habe ich live vor euren Augen völlig abgekackt. Aber darum geht's nicht. Es macht mir Spaß zu spielen. Es macht mir Spaß, wenn ihr zuguckt. Und wenn es euch zuguckt, euch Spaß macht, mir dabei zuzugucken, haben wir alle gewonnen. Ich möchte auch, und das ist mir ganz wichtig, Multiplayer machen. Ich möchte was mit anderen YouTubern zusammen machen. Gerne im Livestream. Ja, im Livestream irgendwelche Games zocken zusammen mit anderen YouTubern und das streamen wir beide live sehr, sehr gerne. Also es werden nächstes Jahr Livestreams kommen. Ich versuche das sehr regelmäßig zu machen. Ich versuche sogar es einmal die Woche zu schaffen. Wo ich euch einfach nächstes Jahr bitten will, achtet auf die Community. Ich werde immer Ansagen oder in die Community reinschreiben, wann kommt welcher Stream, was kommt als nächstes, was kommt neu. Ich werde Umfragen machen, was wollt ihr gucken, so wie ich es schon angefangen habe. Und dann werde ich vielleicht ein besseres Gespür kriegen, wo ihr gerade Bock drauf habt und vielleicht auch immer so ein bisschen euren Zahn der Zeit treffen. Gut, das war's zu den Livestreams. Jetzt geht's weiter zu einer Kategorie, wo sich, glaube ich, das meiste nächstes Jahr ändern wird. Beginnen wir mit den Let's Plays. Ja, die Let's Plays. Das wird nächstes Jahr eine ganz besondere Geschichte. Ich habe tatsächlich vor, einige Spiele zu machen, nicht nur Let's Plays, auch Livestreams, aber mit komplett neuen Kategorien. Ich habe aktuell in den Kategorien in meinem Kanal nur aufgeteilt unter Videos und Livestreams. Und bin am Überlegen, wenn das technisch möglich ist, je nachdem wie viele Kategorien ich anlegen kann, ob ich davon weggehe und statt zwischen Livestream und Videos, also Let's Plays, zu unterscheiden, eher zu unterscheiden zwischen den einzelnen Genres. Ja? Und da möchte ich nächstes Jahr wirklich sehr, sehr viel dazu nehmen und auch ein Augenmerk auf zwei Genres legen, die ich sehr, sehr gerne spiele, die ich teilweise hier fast noch gar nicht gespielt habe. Ganz, ganz selten, ganz, ganz wenig. Das eine mehr, das andere weniger. Und zwar wird eins davon tatsächlich sein, Trommelwirbel, Horrorgames. Ich möchte nächstes Jahr mehr Horrorgames spielen. Und zwar meine ich nicht nur Resident Evil, ich meine The Evil Within, ich meine diverse Horrorgames, Survival-Horror, Silent Hill, alles Mögliche, was die Horrorwelt zu bieten hat, möchte ich gern mit euch spielen. Das hat natürlich eine Folge. Alle meine Abonnenten bzw. alle Zuschauer, die unter 18 sind, dürfen dann natürlich an den Tagen nicht zugucken. Ich werde nicht nur Horrorgames machen. Das heißt, alle anderen werden auch auf ihre Kosten kommen, aber es wird mehr Horror nächstes Jahr geben. So viel ist sicher. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht sogar an gewissen Zeiten mehr Horror mache als anders. Keine Ahnung, so ein Horror-Oktober oder so, passend zu Halloween, mal schauen. Aber es wird auf alle Fälle nächstes Jahr mehr Horror kommen. Und das ist fest in Planung und das bin ich mir sicher, werde ich umsetzen können. Bei allen anderen Sachen, die ich geplant habe, hoffe ich, dass ich sie umsetzen kann. Aber ich bin guter Dinge. Also ich gebe mir Mühe. Vielleicht wird es nicht so viel, wie ich hoffe, wie ich aktuell denke, aber ich glaube, von allem ein bisschen werde ich hinkriegen. Gut, dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie und die hat wenig mit Gaming zu tun. Da gehen wir schon wieder in Richtung Sammlung. So, die Videospiele-Schnäppchenjagd. Da habe ich aktuell ein Video und das war tatsächlich in meinem Spanienurlaub, als ich da Videospiele gekauft habe. Jetzt ist es natürlich so, ich bin Sammler. Ich kaufe sehr, sehr, sehr viele Videospiele, wenn ich Zeit habe und gerade auch das Geld übrig. Und da möchte ich euch mehr teilhaben lassen. Ja, was kaufe ich im Inland? Wo kaufe ich das? Welche Wege. Ja, zum Beispiel bin ich nicht nur der bei eBay oder eBay Kleinanzeigen guckt. Ja, mich findet man dann zum Beispiel auch mal irgendwo auf einem Flohmarkt, wo ich mich mal irgendwie durchwühle und gucke, ob ich da was finde und da einen Schnapper mache. Auch da bin ich gewillt, mal die Kamera mitzunehmen und euch mal mitzunehmen auf dem Flohmarkt, damit ihr einfach seht, wie ich da meine Videospiele-Schnäppchen mache, worauf ich achte bei den Schnappern und auch welchen Wert so Sachen haben, so wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, dass ich mal den Wert dann mit euch durchgehe. Davon möchte ich mehr Videos machen, aber natürlich, und das ist das Wichtige, ich werde auch nächstes Jahr, ist nicht nur geplant, ist auch schon gebucht, wieder in den Urlaub fliegen. Und das wird ein besonderer Urlaub. Das wird ein Urlaub, wo sehr, sehr viele Menschen sich Importspiele herholen. Genau in dem Land werde ich sein. Jetzt kann jeder mal raten, wohin es geht. Und das wird definitiv eine XXL Schnäppchenjagd-Folge. Das kann ich garantieren. Danach werde ich ein Riesenvideo machen, weil ich werde wahrscheinlich mit vollen Koffern zurückkommen, wenn das reicht, wenn ich nicht sogar noch Pakete losschicke. Das wird der Wahnsinn. Also ich werde auch mit dementsprechend mir im Moment Geld sparen, weil ich ein ordentliches Videospiel-Sammlungsbudget mitnehmen will. Und ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache und wird für uns alle ziemlich interessant. Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die es noch nicht offiziell gibt, aber die nächstes Jahr definitiv endlich eingeführt werden soll. Ja, die neue Rubrik Collection. Die neue Rubrik Collection. Da geht es um meine Sammlung. Und zwar geht es darum, was habe ich in meiner Sammlung? Welche Konsolen habe ich? Von welchen Marken? Von welchen Firmen? Welche Videospiele habe ich? Aus welchen Genres? Welche Schätze habe ich? Und das, also ich glaube, allein dafür kann ich ein Jahr lang Videos machen. Ja, definitiv. Ich habe genug Stuff da. Ich kann eine eigene Folge mit meine Schätze von PS1, meine Schätze von der Super Nintendo, meine Schätze von der PS2, von der PS3, von der PS4, von der PS5, meine Schätze von der Wii U, von der Nintendo NES, von der Super Nintendo, von der GameCube. Ja, ihr hört, es ist viel da. Ich kann sehr, sehr, sehr viel euch davon zeigen, was ich auch gerne mache. Mit Zuständen, mit Wertanalysen, mit allem Möglichen, was vielleicht ihr, weil ihr selber Sammler seid, interessant finden könntet. Ja, das soll nächstes Jahr wirklich kommen. Ich hoffe, dass das wirklich bei euch die ein oder andere Zustimmung findet. Meine Sammlung, wie gesagt, da werde ich einiges euch zeigen, einiges, ja, mit euch mal durchgehen und auch vor allen Dingen, ich habe eine App. Mit dieser App organisiere ich meine Sammlung, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie du stehst auf dem Flohmarkt, da ist ein Spiel, das kostet vielleicht 10 Euro mehr, als du bereit bist zu zahlen und dann musst du gucken, habe ich das vielleicht schon? Brauche ich das wirklich oder habe ich es schon? Und genau da ist der Punkt, ja, die möchte ich euch auch zeigen. Ich habe tatsächlich hier technisch die Möglichkeit, euch zu zeigen, was ich habe, was ich an Apps habe und ich kann auch euch die App auch live streamen. Das heißt, ich kann euch im Live-Bild zeigen, was ich alles in meiner Sammlung habe und wie ich das in dieser App organisiere. Die App ist kostenlos und auch da werde ich euch einige Tipps geben. Gut, Dann kommt auch eine neue Kategorie, das wird nicht die letzte sein. Also Collection wird eine der neuen Kategorien für nächstes Jahr sein. Und dann wird es eine neue Kategorie geben, die ja ziemlich interessant ist. Ich bin mal gespannt, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Aber hier kommt die nächste Kategorie. Gut, die nächste Kategorie ist der Techniktipp. Beim Techniktipp relativ einfach. Wer eine große Sammlung hat, ja, der braucht vor allen Dingen, muss der wissen, wie man die in Schuss hält, wie man die instand hält, wie man die pflegt. Da geht es einerseits natürlich um Dinge wie, wie reinige ich meine Games bzw. die Hüllen oder sonst was. Was mache ich, wenn da eine komplett verklebte, verrotzte Hülle kommt? Was mache ich mit zerkratzten CDs, aber es soll hier vor allen Dingen darum gehen, was mache ich mit meinen Konsolen? Ja, wie reinige ich meine PS5? Wie halte ich die in Stand? Oder, ganz wichtig, ich habe eine PS1, eine PS2, eine PS3, das Laufwerk geht nicht mehr. Die liest keine CDs mehr. Die wird plötzlich laut, die wird plötzlich heiß, die blinkt nur noch. Was kann ich selber tun? Muss ich die jetzt wegwerfen? Muss ich die verkaufen? Muss ich die reparieren lassen? Was kann ich selber machen? Und genau darum soll es gehen. Und soll ich euch was sagen? Ich habe keine Ahnung davon. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe noch nie eine Konsole zerlegt. Ich habe mir jetzt etliche Tutorial-Videos angeguckt und ich werde mit euch in einem Video das wirklich vor euren Augen zum ersten Mal testen, selber mal mir angucken, wie das funktioniert und werde gucken, ob das so leicht ist, wie das in diversen Videos gezeigt wird. Aber es wird wirklich, es wird immer wieder gezeigt, es wäre so einfach und warum soll ich das dann nicht hinkriegen? Dinge, die ich euch wiederum zeigen kann, weil ich es sehr oft mache und da auch wirklich sehr wertvolle Tipps habe, ist die Pflege und die Instandhaltung von so Sachen. Ja? Reinigen, auch da zerlegen zum Reinigen, wie genau mache ich das, wo muss ich besonders drauf achten, das wird es auf alle Fälle geben. Ich werde, kann euch schon so viel sagen, für das erste Video habe ich bereits geshoppt und habe eine Konsole gekauft, die ich live mit euch zerlegen werde. Es ist nicht die Konsole auf dem Bild, es ist nur ein Beispielbild, es ist eine andere Konsole. Ich habe tatsächlich eine Konsole bei eBay ersteigert, die mit dem Fehler Laufwerk klappt nicht angeboten wurde. Und aufgrund dieses Fehlers habe ich die ja für einen einstelligen Eurobetrag kaufen können und habe vorher mir bestimmt 20 Videos angeguckt, die alle mir gezeigt haben, dass genau der Fehler, den also das Laufwerk, einer der einfachsten Fehler bei genau dieser Konsole sind. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das nicht instand gesetzt kriegen. Also das wird definitiv eine neue Rubrik. Dann wird es noch eine neue Rubrik geben, für die habe ich noch kein Intro. Also keine Sorge, wer sagt, oh, nicht schon wieder ein Intro. Die Intros sind jetzt soweit eigentlich durch. Es wird eine nagelneue Rubrik nächstes Jahr geben und diese heißt Retro Gaming. Retro Gaming haben wir schon viel gemacht. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr sehr viel Retro Gaming gemacht mit der PlayStation Mini, mit der NES Mini, mit der Super Nintendo Mini. Das ist alles schon gelaufen und, nee, Super Nintendo Mini nicht, NES Mini, PlayStation Mini und Sega Mega Drive Games Collection. Alles schon passiert, aber das waren alles, muss man halt eben auch sagen, keine Originalgames, die wir da gespielt haben. Das waren Emulatoren. Ja? Schön gemacht, auch schön zurecht gemacht. Was ich nächstes Jahr versuchen möchte, ist meine Sammlung. Die ist nämlich nicht nur da, um sie ins Regal zu stellen, damit sie da schön aussieht. In meiner Sammlung ist jede Konsole, jeder Artikel, jedes Spiel auch dafür da, dass man das mal rausnimmt, mal anschließt, mal reinschiebt und spielt. Ja, egal ob Cartridge oder Disc. Und genau das möchte ich mit euch machen. Ich will die alten Klassiker anfassen. Ich will meine alte PlayStation aufbauen und da mal wieder ein Original GTA reinpacken und das mit euch spielen. Oder ein Resident Evil, wirklich den allerersten Teil auf der PlayStation oder auf der GameCube, ja, oder noch krasser auf der Sega Saturn. Hat jemand von euch schon mal auf der Sega Saturn Resident Evil gespielt? Weiß jemand, wie das aussieht auf dem Fernseher? Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das hat die ganze Zeit einfach aus einem Grund nicht geklappt. Und dieser eine Grund, wieso das nicht geklappt hat, war einfach ein technischer. Weil ich muss von den Konsolen quasi die Anschlüsse umwandeln in ein HDMI-Signal, damit ich dieses HDMI-Signal wiederum über die Capture Card an meinen Laptop schicken kann. Und genau um das umzusetzen, haben mir jede Menge Adapter gefehlt. Jetzt habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich das bei jeder einzelnen Konsole umsetze, und habe mir die dementsprechend technischen Mittel dazu jetzt besorgt. Daher werde ich, wenn ich das alles mal ein bisschen ausklamüstert habe, ja, nächstes Jahr in Angriff nehmen, auch hier original von den live echten Konsolen das Ganze mit euch zu spielen. Keine Emulatoren, sondern wirklich direkt von einer PlayStation mit Baujahr 95. Ja, mit einer NES mit Baujahr 89. Bis hin zur Atari, die ich hier auch noch habe, aus den 70er Jahren. Ja, auch das will ich versuchen zu capturen. Die Grafik wird furchtbar sein, sage ich euch jetzt schon. Aber wer da drauf steht, der ist dann hier genau richtig. Auch das wird Teil dieses Kanals. Ja, was wird es denn alles an möglichen Konsolen geben, die ich mit euch capture, die ich euch zeige? Ja, Nintendo brauchen wir nicht drüber reden. Also die NES, die SNES, die N64, die GameCube, die Wii, die Wii U, alles dabei. Ja, können wir alles capturen. Das Einzige, worin ich limitiert bin, ist, wenn ihr euch ein Spiel wünscht, das ich vielleicht nicht habe, weil ich es nicht in der Sammlung habe. Aber ansonsten, also es sind für die Konsolen, die hier stehen, ab GameCube ziemlich viele Spiele da. Die wenigsten Spiele aktuell habe ich für die NES und die SNES. Das sind wirklich noch nicht viele. Da ist meine Sammlung noch sehr klein. Die GameCube geht eigentlich relativ gut. Für die Wii habe ich schon einiges im Regal und die Wii U, die hat auch schon einen gewissen Stand. Ja, also klar, der größte Teil meiner Sammlung sind von PlayStation 1 bis PlayStation 5. Aber Sega habe ich auch einiges. Ja, zum Thema Sega, auch hier, welche Konsolen sind da möglich? Bei der Sega die Game Gear, Master System, dann das 32X und Mega CD habe ich noch nicht. Da bin ich noch dran, genau wie die Nomad. Aber zur Nomad, ich habe sie noch nicht, sagen wir es so. Die Sega Saturn, die Sega Mega Drive, die Sega Dreamcast. Wir werden uns erstmal konzentrieren auf Master, Sega Mega Drive, Sega Saturn und Dreamcast, weil das sind Konsolen, wo ich wirklich schon eine Lösung habe, wie ich es capture. Bei den Handhelds wird es generell schwierig. Also eine Game Gear zu capturen oder auch eine Nintendo DS ist nochmal eine komplett andere Hausnummer. Auch eine Nomad, wie jetzt eine Konsole. Also da muss ich mir technisch dann echt was einfallen lassen, wie man sowas gecaptured kriegt. Gegebenenfalls müsste ich es abfilmen. Aber das soll nicht heißen, dass ich das nicht hinkriege. Also auch das gehört zur Retro-Sammlung natürlich dazu. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch PlayStation, wie ich gesagt habe, 1 bis 5. Das Ganze jetzt auch mal ohne Bild. Aber ich kann euch eins definitiv sagen, nächstes Jahr wird wirklich, wirklich, wirklich sehr interessant. Ich habe sehr viel in Planung und ich hoffe einfach, dass ihr mir treu bleibt, beziehungsweise wer mich noch nicht abonniert hat, ihm vielleicht diese kleine Vorschau hier so einen, ja, kleinen Hink gibt oder Wink gibt, zu sagen, hey, das ist interessant, vielleicht lasse ich da mal ein Abo da. Da will ich nächstes Jahr gern dabei sein. In diesem Sinne, ich habe mich bei euch bedankt. Das ist absolut ehrlich gemeint. Das ist von Herzen gemeint. Alle, die mir zugeschaut haben letztes Jahr, vielen, vielen Dank. Alle, die mich abonniert haben, regelmäßig meine Videos gucken, vielen, 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 vielen Dank. Und alle, die neu dazukommen und sich meine Videos angucken, auch da vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächstes Jahr vielleicht den einen oder anderen mehr zu einem Abo überzeugen zu können. Aber am meisten hoffe ich, dass ich euch wiedersehe und am allermeisten, dass ihr gesund bleibt, dass ihr jetzt ein schönes Weihnachtsfest habt und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, noch ein Video oder einen Stream zu machen. Ich gehe jetzt tatsächlich dem Jahresende entgegen und werde den im Rahmen meiner, im Rahmen meiner Familie verbringen. Und ja, wir werden uns nächstes Jahr wieder sehen, wieder hören, so viel ist sicher. Und genießt den Jahresabschluss, rutscht gut ins neue Jahr und ich wünsche uns allen frohliche Weihnachten, einen guten Rutsch und auch einen guten Start ins Jahr 2023. Bis dahin, euer Mike Gamer.